Hi, schön, dass ihr wieder reinschaut. Ich möchte euch heute gerne als Ergänzung zu dem Video zu unserem Halloween-Tag, möchte ich euch gerne noch ergänzend ein Video abdrehen zu richtig gruseligen Büchern, die ich euch zu Halloween empfehlen kann, die ich schon gelesen habe. Es gibt noch viele, viele mehr, die hier auf meinem Sub noch sind, die ich gerne lesen möchte, wo ich euch aber nicht viel zu erzählen kann. Ich würde mich jetzt gerne heute halt auf die beschränken, die ich schon gelesen habe und die ich euch gerne empfehlen möchte. Und zwar wäre das zum einen Der Mönch von Matthew Gregory Lewis. Da werde ich euch auch mal die Rezension zu verlinken. Da habe ich ja eine Rezension auch zu gemacht. Und das ist ein Buch. Boah, das ist ein Klassiker und das ist richtig atmosphärisch und gruselig und man fällt direkt so in die Geschichte rein. Ich hatte ein bisschen Bammel wegen dem Schreibstil, weil es ja aus einer ganz anderen Zeit auch ist. Und auch in einer ganz anderen Zeit geschrieben wurde. Aber ich bin super zurechtgekommen. Ich habe sehr schnell in das Buch gefunden. Und ja, es geht um den 30-jährigen Ambrosio, um einen Mönch, der das ja, Zölibat abgelegt hat und fromm und streng lebt, sehr zurückgezogen lebt und der vom Volk sehr gefeiert wird, weil er das alles so gut hinbekommt und ja, sich so ganz seinem Glauben verschrieben hat. Ja, und das ist nur so ein Strang der Geschichte. Es geht dann auch noch auf der anderen Seite um die junge Agnes, die das Kloster verlassen möchte. Und ja, was ihr dann so alles widerfährt, ihr müsst dieses Buch lesen. Ich fand das so gut. Das ist einfach sehr, sehr schwer, ja, darüber zu sprechen, ohne zu viel zu verraten. Aber es ist eine ganz, ganz tolle und gruselige Geschichte. Als zweites habe ich ein Horrorbuch für euch und zwar von Richard Layman. Das einzige, was ich bislang von ihm gelesen habe. In den finsteren Wäldern heißt es. Und hier geht es um Nila und Sherry und die möchten ein schönes Wochenende miteinander verbringen. Und auf einer einsamen Straße werden sie von oder stoßen sie über eine Kreatur ohne Beine auf der Straße und machen dann, weil sie so fertig sind nach der Begegnung, Zwischenstopp in einem Diner. Und ja, vielleicht merkt ihr es schon, es ist so typisch wie früher in den 90ern die Horrorfilme waren. Genauso ist dieses Buch. Und das hat mir so viel Spaß gemacht, das zu lesen. Und es ist so absurd und so abgedreht und es wird so gut zum Schluss. ja, und der Schluss hat mich auch mega überrascht. Also auch ein absolut gutes Buch, eine große Leseempfehlung von mir. Dann gibt es ein Buch von Stephen King, was ich euch unbedingt empfehlen möchte zu lesen, und zwar Needful Things in einer kleinen Stadt. Hier geht es um Leland Gaunt, der einen Secondhand-Laden eröffnet, und in dem kann man alles kaufen, was man sich wünscht. Und diese Sachen haben natürlich auch ihren Preis, und zwar ist das ein kleiner Geldbetrag, den man immer locker bezahlen kann, der aber immer auf den Empfänger dieser Dinge ausgelegt ist. Also ein besonders reicher Mensch muss mehr bezahlen als ein besonders armer Mensch. Das ist immer so ein bisschen angepasst. Was ist das? Oh Gott. Okay. So, neben dem geringen Geldbetrag, den man leisten muss, steckt aber auch noch immer ein Gefallen mit im Preis drin, den man Leland Gaunt tun muss. Und anfangs sind das Kleinigkeiten, kleine Streiche, die man anderen spielen soll, bis das komplette Chaos in Castle Rock Ausbruch hält und
alle Stricke hält Leland Gaunt in der Hand. Das hat mir mega viel Spaß gemacht zu lesen. Was da nachher abgeht, fand ich total gut. Deswegen absolute Leseempfehlung von mir. Dann habe ich noch zwei Bücher von Stephen King jetzt, die ich euch vorstellen möchte. Und zwar Friedhof der Kuscheltiere. Das Buch finde ich einfach grand. Das gibt's doch nicht. Das Buch fand ich auch einfach grandios. Das gefällt mir immer wieder gut. Ich habe es jetzt einmal gelesen und einmal als Hörbuch gehört. Und den Film habe ich auch gesehen. Außer den neuen, den kenne ich noch nicht. Der ist ja ein bisschen abweichend von der Ursprungsgeschichte aus dem Buch. Aber ja, da geht es halt um Louis, der mit seiner Familie in eine neue Stadt zieht. Das gibt's doch nicht. Was ist das denn jetzt hier für ein Mist? Ja, und auf jeden Fall erzählt ihm dann ein Patient im Sterben etwas von einem indianischen Friedhof. Von diesem sollen Tote wieder zurückkehren. Und ja, um diesen Friedhof geht es in diesem Buch letztendlich. Und das andere Buch, was ich euch gerne noch von Stephen und Owen King empfehlen möchte, ist Sleeping Beauties. Ich weiß, das ist ein Buch, was irgendwo sehr gemischte Gefühle hervorruft. Entweder gibt es die Fraktion, die es lieben, oder es gibt die Fraktion, die es hasst. Und ich gehöre zur Fraktion, die es geliebt hat. Ich ja, fand es total klasse. Es geht hier um eine seltsame Krankheit, die Aurora heißt. Das ist der Feuerwehrpiepser von meinem Mann. Wir ignorieren das jetzt einfach, solange dann nicht wieder einer anfängt zu quatschen. Auf jeden Fall ist es so, dass die Frauen einschlafen und es fängt im Gesicht an, also im Gesicht der Frauen fängt an, sich ein Kokon zu bilden. Und peu à peu sind die ganzen Frauen von hauchdünnen Spinnfäden umwoben. Jetzt gibt es Männer, die versucht haben, ihre Frauen zu retten und versucht haben, dieses Ding abzuschneiden, was ein sehr fataler Fehler ist, denn diese Kreaturen, die im Inneren dieses Kokons zurückbleiben, haben nichts mehr von den liebenswürdigen Frauen übrig, sondern sind Monster. Und ja, der ein oder andere Herr kommt in diesem Buch zu Tode durch die Frauen in diesem Kokon. Genau. Jetzt würde ich euch gerne noch einen total guten Thriller vorstellen, der richtig gruselig für mich war. Und zwar Der Skorpion von Lisa Jackson. Hier geht es um einen Winter in Montana, in dem ein Psychopath seine Opfer an einem Baum fesselt, nackt. Und das Ganze ist aber so skurril, weil die Frauen haben einen Unfall und verschwinden daraufhin. Der Psychopath peppelt die Frauen hoch und setzt sie dann aus und bindet sie an einem Baum mitten im Wald. Also das ist total skurril, total fesselnd und spannend. Und bis zur letzten Seite habe ich da total mitgefiebert. Da gibt es auch einen zweiten Teil zu, Der Zorn des Skorpions. Das habe ich auch gelesen, das fand ich auch mega, mega gut. Und diese Reihe möchte ich auf jeden Fall mal weiterlesen. Da geht es dann immer noch weiter um dieselben Ermittlerinnen, die mir sehr, sehr gut gefallen haben. Dann habe ich ein Buch für euch, das habe ich 2005 gelesen und kann euch Einzelheiten überhaupt gar nicht mehr sagen, aber ich weiß noch, dass ich es so gut fand, dass ich nicht mehr alleine zur Toilette gegangen bin. So gruselig war es für mich. Es ist ein Horrorbuch und zwar heißt es Dämon und ist von Matthew Delaney. In Dämon geht es um einen Trupp Meeresforscher, die ein Schiff aus dem Zweiten Weltkrieg bergen. Und was sie nicht wissen, im Inneren lebt ein Wesen, ja, das total bösartig ist und tötet. Genau.
In Boston bricht dann irgendwie zeitgleich noch eine Welle des Schreckens aus und es passieren bizarre Morde und es gibt ganz viele verstümmelte Leichen in diesem Buch. Also ich fand das total gruselig. Ich habe mich nicht mehr getraut, auf die Toilette zu gehen und fand das, ja, war total enormer Gruselfaktor und Horrorfaktor. Ein grandioses Buch. Jetzt möchte ich euch noch einen Auftakt einer absolut genialen Reihe vorstellen, und zwar von Justin Cronin, Der Übergang. Ich meine, ich hätte dazu auch eine Einzelrezi gedreht. Wenn ja, verlinke ich euch die auf jeden Fall auch mal. Und hier geht es um das FBI, das Versuche an Todeskandidaten durchführt auf einem geheimen Gelände. Und ja, es wird ein Virus getestet. Und jetzt reicht dem FBI der Versuch an erwachsenen Männern nicht mehr. Sie möchten sehen, wie sich das Virus an einem Kind entfacht und entwickelt. Und deswegen gucken sie sich die sechsjährige Amy aus, ja, die eine ganz, ganz schlimme Kindheit hatte und von ihrer Mutter in einem Nonnenkloster abgegeben wurde. Und die beiden FBI-Agenten haben es dann also auf Amy abgesehen und möchten sie mitholen in dieses Labor. Und das ist der Auftakt zu dieser Geschichte. Und das Buch, also die ganze Reihe, die ist einfach so gut. Also ich habe das wirklich total geliebt. Ja, was mir total gut gefallen hat, ist, man bildet sich so über zwei Bände so eine Meinung, die sich auch verfestigt über Gut und Böse. Und der dritte Band wird dann komplett aus der Sicht des Antagonisten erzählt. Und der wird einem dann so sympathisch und man empfindet so viel Mitleid mit ihm, dass man zum Schluss so hin und her gerissen ist und ja, sich gar nicht mehr richtig für eine Seite wirklich auch entscheiden kann. Das hat mir total gut gefallen. Ja, eine absolute Leseempfehlung, wobei auch sehr gruselig, sehr blutig, aber auch sehr tiefgründig mit vielen wertvollen Gedanken und Zitaten. Und dann habe ich noch ein Buch, da gibt es auch eine Rezi zu, verlinke ich euch auch unten, von Stefan Bachmann, Palast der Finsternis. Das ist eine Geschichte, die geht über zwei Zeitstränge. Da gibt es einmal die heutige Zeit, da begleiten wir Anouk. Und in der früheren Zeitebene, die spielt 1793, da begleiten wir Aurélie. Und es geht hier um eine Expedition in der Jetztzeit, für die Anouk sich bewirbt und ja, da auch gewinnt und dran teilnehmen darf. Und so kommt es, dass sie ja mit einem Trupp Wissenschaftlern und fünf Jugendliche sind es insgesamt, sollen sie den versunkenen, verlassenen Palast erkunden, der zur Französischen Revolution erbaut wurde. Und da finden, also da ist dann auch unsere Verbindung zu Aurélie, weil Aurélie in der Vergangenheit, die begleiten wir dabei, als ihr Vater den Palast erbaut, weil der halt große Angst vor der Französischen Revolution hat und ja, um sich und seine Familie in Sicherheit zu bringen, diesen unterirdischen Palast baut. Und dann kommen ganz viele gruselige, seltsame Dinge, die da passieren in diesem Palast in der heutigen Zeit. Und wir bekommen auch Einblicke in die Vergangenheit. Und das ist eine ganz atmosphärische, gruselige Geschichte. Zum Schluss möchte ich euch gerne noch ein Horrorbuch vorstellen, was ich im Vesta Verlag damals gewonnen habe bei so einer Blogger-Aktion und auch eine Rezension zu hochgeladen habe. Das wird auch verlinkt. Und zwar ist das von Wrath James White geopfert. Und hier geht es um einen Kult, um ein Medium, um eine Sektenführerin, die Layla heißt. Und in dieser Stadt beginnt, seitdem die Layla da ihre Riten abhält, beginnen ganz kuriose
Dinge zu geschehen. Und zwar wird zum Beispiel ein Mann von seinem Hund und noch zig andere Tiere aus der Stadt zu Tode gehetzt und aufgefressen. Dann gibt es noch einen Lehrer, der von seiner Schulklasse und einem Insektenschwarm zu Tode geprügelt wird. Und es gibt einen Footballstar, der von Ratten, Hunden, Katzen und Kindern bis auf die Knochen niedergemacht wird. Also das sind jetzt nur drei kuriose Dinge, die da passieren. Und die ganze Stadt ist so ein bisschen in Angst und Schrecken und man weiß gar nicht, was da vor sich geht. Man weiß nur, dass da irgendwas ganz gewaltig nicht stimmt, irgendwas im Busch ist. Und daraufhin machen sich dann Detective John Malloy und sein junger Kollege Mohammed auf Spurensuche und begeben sich auf Recherche, auch was es mit diesem Kult und mit dieser Sekte zu tun hat. Und das hat mir auch mega gut gefallen. Das ist auch ein sehr intelligenter Horror mit einer gewaltigen Portion Gesellschaftskritik und in einer sehr, sehr spannenden Story eingewoben. Also das hat mir auch total gut gefallen. Bei mir ist es immer so ein bisschen die Mischung, die es macht. Also wenn da jetzt nur gesplattert und gemordet wird, dann gefällt mir das meistens nicht so gut. Wenn man aber auch so ein bisschen gesellschaftskritisches finden kann und man auch sich noch ein bisschen tiefgründiger mit irgendeiner Thematik beschäftigt, dann gefällt mir das wieder total gut und so war es auch hier. Genau, das waren jetzt meine ultimativen Tipps für euch zu Halloween. Wenn ihr noch mehr Tipps für mich habt an Büchern, die euch gegruselt haben, wo ihr richtiges Gänsehaut-Feeling hattet oder wo ihr die Augen verschließen musstet, weil es euch so schrecklich war, weil so schlimme Szenen darin vorkommen. Egal in welche Richtung es geht, schreibt mir alles gerne unten in die Kommentare. Ich würde mich mega freuen, da von euch zu lesen. Weil ich finde, im Herbst, Winter ist es immer mal wieder Zeit für so ein gruseliges Buch und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir hier möglichst viele zusammensammeln würden. Ganz besonders interessiere ich mich im Moment für so Bücher, die eine dichte Atmosphäre haben und die so ein bisschen Gänsehaut verschaffen. Da hätte ich richtig Spaß dran. Wenn ihr da Tipps für mich habt, gerne, gerne in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, lasst es euch gut gehen und wir hören uns. Bis dann!